Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ich habe mich heute in sommerliche Schale geschmissen, denn es geht heute um Summer Must-Haves. Ich lasse mit Absicht jetzt sowas weg wie Sonnencreme. Es sollte obvious sein. Sonnencreme solltet ihr eigentlich sogar jeden Tag vor allem im Gesicht benutzen. Auch bitte eine hohe Sonnenschutzzahl, ne? Nicht nur so 6. Ich habe wirklich aus jedem Themengebiet was hier. Ich habe sogar was bei Food, ich habe Gadgets, ich habe Beauty, ich habe auch ein ganz bisschen Fashion. Einfach ein paar Must-Haves und ich würde sagen, das Video wird bestimmt mega krass lang, deswegen halte ich jetzt mein Maul und wir legen direkt los. Hier vor mir liegt gerade so ein Klamottenstapel und zum Beispiel fragen mich immer extrem viele Leute, gerade im Sommer, wenn irgendwie alles so warm ist und so, möchte man vielleicht nicht so viele Schichten anziehen, vielleicht keinen BH anziehen oder so oder nur so einen ganz dünnen BH oder man trägt mal mehr Ausschnitt, weil man irgendwie getannt ist und dann irgendwie noch sich wohler fühlt und so. Und da nehme ich extrem gerne so Nippelsticker. Ich habe die jetzt hier so zusammengeklebt. Die sind eigentlich auf so einer Pappe. Und dann habt ihr so Nippelsticker, die sind extrem flach. Das heißt, man sieht die wirklich nicht durch. Und dann könnt ihr euch die einfach aufkleben und ganz, ganz oft wiederverwenden. Auch so ein bisschen mit Wasser abwaschen und dann halten die eigentlich mega lange. Also ich benutze die wirklich super, super oft. Und in so einem Pack, was ich euch verlinke, sind ganz viele drin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier Werbevideo euch schreiben muss. Ich mache es einfach vorsichtshalber, weil ich hier so viele Brands nennen werde. Ich finde, im Sommer werden Haare manchmal extrem schnell trocken. So, man ist im Urlaub, man ist im Salzwasser, man ist im Chlorwasser. Man wäscht sich vielleicht auch öfter die Haare. Es ist dann heiß, kalt, die Luftfeuchtigkeit ist manchmal extrem hoch. Deswegen benutze ich seit neuestem generell, aber ich finde, das ist dadurch auch irgendwie so ein bisschen so ein Summer-Must-Have für mich geworden, Seiden-Scrunchies. Die sind halt besser als normale Scrunchies, weil sie schonender dafür die Haare sind. Und generell Seide ist für eure Haare mega gut als Kopfkissen, als Haube oder whatever. Aber ich benutze das als Scrunchie und ich benutze wirklich am liebsten jetzt die Seiden-Scrunchies. Passend zu Haaren braucht ihr auf jeden Fall auch Haarklammern, weil es wird heiß. Ihr müsst es ganz schnell mal hochstecken. Das hier bediere ich jetzt einfach ganz easy von DM und ich mag eigentlich solche fast am allermeisten, weil bei diesen längeren, länglichen, finde ich, manchmal steht der Zopf dann komisch ab. Ich finde, solche sind irgendwie am besten. Eine Sache, die für mich im Sommer fast noch mehr Sinn macht als im Winter und wir kommen gleich dazu, warum, ist Periodenunterwäsche. Ihr wisst ja, ich benutze immer die Periodenunterwäsche von Snux. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Ich habe immer die für die starke Menstruation, weil ich schon sehr stark meine Tage habe, vor allem so in den ersten 2-3 Tagen. Das hier ist so ein Hugger High Waist. So sehen die übrigens von innen aus. Das ist so eine dickere Lage hier und es sickert wirklich nichts durch. Und es gibt auch für die leichte Periode, habe ich auch noch so für den letzten Tag oder so, habe ich hier so eine kleinere Hose, wenn man einfach nicht mehr so viel braucht. Ich habe auch noch so Classic-Hosen, aber ich mag die High-Waist am meisten. Und ich werde super oft immer gefragt, wie fühlt sich das an, wenn du das trägst? Und es ist einfach, ich benutze die wirklich den ganzen Tag. Also ich ziehe sie morgens an, habe sie den ganzen Tag und meistens wechsle ich es dann nochmal für die Nacht. Gegen Ende hin schlafe ich vielleicht sogar dann mit den Hosen noch. Aber am ersten Mal trage ich sie den Tag, wechsle es zur Nacht und je nachdem wechsle ich es dann am nächsten Morgen wieder. Außer es ist, ich habe das total oft irgendwie, dass ich nachts meine Tage total wenig habe und wenn ich dann auf Klo gehe, kommt so extrem viel. Okay, too much information. Wenn ihr euch Periodenunterwäsche zulegt, was ich euch nur ans Herz legen kann, weil ihr holt euch einmal irgendwie so ein paar Hosen und dann müsst ihr einfach nie wieder andere Periodenprodukte holen. Ihr könnt die immer wieder verwenden. Ihr wascht die danach einfach ganz normal aus. Also Snux sagt, man soll die vorher so ein bisschen mit kaltem Wasser abwaschen und dann in die Waschmaschine tun. Ihr habt den ganzen Tag über kein nasses Gefühl. Nichts läuft aus. Ich trage da sogar weiß zu. Und jetzt kommen wir dazu, warum ich das im Sommer fast noch mehr feiere. Ihr seht ja, das sind obvious keine Tangas. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich trage eigentlich nur Tangas. Das macht ja gar keinen Sinn, dass das Tangas sind, weil das muss ja auch irgendwie sitzen und fest sein und viel Platz haben, wo das hin kann. Deswegen kann man das extrem gut zu T-Shirt-Kleidern anziehen. Und im Sommer fühle ich mich deswegen noch viel, viel wohler mit meiner Periodenunterwäsche, weil ich ja eh liebe, in T-Shirt-Kleidern rumzulaufen, die so XL-Männer-T-Shirts sind, falls ihr so Inspos braucht. Also ich würde gar nicht unbedingt immer nach T-Shirt-Kleid suchen, weil voll oft sind solche Kleider nicht so gut geschnitten, finde ich. Da habe ich auch bei meinem Unfollow-T-Shirt-Kleid, was ich euch mal jetzt hier einblende, drauf geachtet. Das hat einen mega coolen Schnitt. Also es ist nicht so zu krass tailliert, geht aber über den Popo und lässt euch confident fühlen. Und zudem würde ich zum Beispiel eine Periodenunterhose super gerne kombinieren oder zu so einer lockeren, flowy Hose, weil im Winter trage ich dann doch gerne mal eine Jeans und so und man sieht dann natürlich, dass man keinen Tanga trägt. Im Sommer kann man der Sache noch ein bisschen mehr aus dem Weg gehen, dass man nicht sieht, dass man Tanga trägt, wisst ihr? Und deswegen finde ich, sind die vor allem für den Sommer ein absolut Must-Have, aber generell für euer Leben. Und falls ihr, also ich kann euch nur ans Herz legen, das auszuprobieren. An sich macht es schon Sinn, mehr als eine zu holen, damit ihr auch direkt wechseln könnt und nicht dann warten müsst, bis sie wieder aus der Wäsche ist, wisst ihr? Ich habe übrigens auch noch einen Rabattcode und zwar den Code Sonny, alles groß geschrieben, weil mich danach immer super viele fragen. Hat Snux für mich einen organisiert und der ist bis zum 2.7. sogar gültig und ihr spart mit dem Code 15% auf alle Produkte. Das heißt, es lohnt sich nochmal jetzt es auszuprobieren. Wenn wir mal so bei Comfort-Klamotten und so für den Sommer bleiben, wir dürfen auf jeden Fall nicht
meine Hausschuhe fehlen. Die habe ich mir letztens einfach an der Kasse mitgenommen, als ich bei Hunkemöller war. Und ja, habe mir diese fluffy Hausschuhe mitgenommen, die wirklich schon einiges jetzt durch haben, weil ich nehme die auch als Gassi-Schuhe. Ich laufe jetzt damit nicht so krass zu Hause rum, nur so auf der Terrasse oder so. Die finde ich mega cool. Vielleicht kann ich euch auch genau die verlinken oder ähnliche. Aber wie gesagt, die waren an der Kasse bei Hunkemöller und ich liebe die. Man rutscht nur manchmal, also es lädt nur so ein bisschen aus, falls ihr noch irgendwelche anderen Hausschuhempfehlungen habt, die irgendwie so in diese Richtung gehen. Schreibt sie mir sehr gerne, aber ich bin obsessed. Ich werde die auch mit in den Urlaub nehmen, weil ich finde, fluffy Hausschuhe sind im Sommer irgendwie geiler als so kalte Hausschuhe, weil irgendwie, finde ich, kriegt man trotzdem total schnell kalte Füße. Vor allem so gegen den Abend und so. Und dann ist es einfach schön, so ein bisschen so cozy um die Füße zu sein. Und schwitzen tut man ja trotzdem nicht, weil die offen sind. Dann, Leute, was meiner Meinung nach auch diesen Sommer ein extremes Must-Have ist, sind solche basic weißen Tops. Ich finde, die kann man einfach am besten zu einem kombinieren, die so einen Racer-Ausschnitt haben. Also vor allem in weiß, ja, einfach wirklich ein absolutes Must-Have. Dann finde ich, braucht man im Sommer, vor allem für so laue Sommerabende, immer eine Jersey-Jacke. Ich finde, Jersey-Jacken sind für den Sommer einfach, kann ich auf sie unverzichtbar, genau. Und gerade in unserem Unfollowed Lila-Ton finde ich mega, mega cool. Und gerade dieser Oversize-Fit macht das Ganze dann noch ein bisschen besonderer und cooler und ist einfach perfekt, um das einfach so abends drüber zu schmeißen, den lauen Sommerabend mit euren Freunden am Lagerfeuer zu genießen. Und um Fashion abzuschließen, braucht ihr natürlich auch einen gut sitzenden Bikini. Ich habe jedes Jahr so oft Bikinis gehabt, die einfach irgendwie so gezwackt haben oder ja, keine Ahnung. Und ich habe dieses Jahr wirklich zwei, die mir extrem gut gefallen. Einmal den hier von Hunkemöller und einen, den habe ich gerade in meinem Schrank. Ich bin gerade so voll, den rauszuholen. Ich habe ihn euch auch schon mal auf Instagram gezeigt. Diesen grünen hier. Also grüne Bikinis und ich, wir sind irgendwie gerade die Best Friends. In den beiden fühle ich mich so krass confident. Also dieser Bikini ist trägerlos. Also man kann sogar Träger ranmachen, aber dadurch auch perfekt zum Sonnen. Den werde ich, glaube ich, auf Mallorca die ersten Tage nur anziehen und danach dann zu dem switchen oder so, weil diese beiden Bikinis lassen mich so sehr confident fühlen. Bei H&M, finde ich, müsst ihr immer ein bisschen upsizen, weil die ganz schön klein geschnitten sind. Aber extrem bequem. Der andere auch. Das sind meine Must-Have-Bikinis. Ich habe total oft das Gefühl, ist jetzt auch wieder vielleicht too much information, aber manchmal ist der Stoff so dünn, dass man so unten in eurem unteren Bereich so die Ritze sieht und das will man nicht. Also ich will das auf jeden Fall nicht. Und bei denen ist es von mir approved, dass es nicht so ist. Am Strand. Wir sind gerade im Beach-Modus. Darf natürlich auch ein gutes Buch nicht fehlen. Und da habe ich hier einmal 101 Essays That Will Change the Way You Think. Davon gibt es auch eine deutsche Übersetzung, habe ich jetzt gesehen. Aber ich habe gehört, dass sie nicht so gut übersetzt sein soll. Um ehrlich zu sein, bin ich hier noch nicht ganz so weit, wie ihr an meinem Lesezeichen seht. Aber, was übrigens ein Stück Klopapier ist. Ja, aber ich war ja auch noch nicht so richtig im Urlaub. Das heißt, im Urlaub hoffentlich, dass mein Way to Think gechanged wird. Und das war ja, ist ja komplett viral gegangen, dieses Buch. Deswegen, we'll get, go with me on the vacation, you know. In the America, I took you with me. I watched not ein einziges Mal in you rein. But it was auch very stressig. So I had a, Entschuldigung, and I had a jet lag. And in the Mallorca, I don't have a Zeitverschiebung. So it's you and me, we, this is the vacation thing, yes. Und natürlich, Leute, ein schmaleres Buch, wie ihr seht. Alter, wie fett ist denn das? Aber natürlich auch eine wunderbare Lektüre hier. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch zu kaufen gibt, aber ich glaube schon. Ich kriege mittlerweile, glaube ich, überhaupt keine Provision mehr dafür, dass ich das zeige. Aber Love Heart von mir und Marcel. Auch ein sehr underratedes Buch und auch von vielen Hatern kritisiert, die irgendwie ihren Freunden, Freundinnen alles verbieten. Also die Rezensionen sind teilweise wirklich sehr, sehr lustig. Sehr lustige Anekdoten über unsere Beziehung und auch unsere alten, also Beziehungen davor und so. Und vor allem auch lehrreich, finde ich. Also ich glaube, es ist ein sehr unkonventioneller Blick auf eine Beziehung, die wir da schildern. Gut, what have we noch? Food. Was ist das, Leute? Das ist ein Mangoschneider. Der rettet mir den Sommer, weil im Sommer liebe ich Mango. Ich liebe Mango generell immer, aber im Sommer gibt es halt viel mehr Mango und immer viel schon essreifere Mango als jetzt im Winter. Und this is the thing you have to get, weil dann der schneidet einfach hier den Kern so raus, wenn ihr es runterdrückt. Dann habt ihr direkt zwei perfekte Scheiben, dann könnt ihr noch so ein bisschen am Kern rumkauen und könnt einfach die Scheiben auslöffeln. Das ist einfach der einfachste Weg, eine Mango zu essen. Deswegen holt euch diesen Mangoschneider. Okay, kommen wir mal in die Oh, ich habe noch Fashion, aber es ist eher so Accessoire. Das ist jetzt einfach nur stellvertretend. Eine gute Sonnenbrille. Und ich sage gute, weil früher war ich so, ich habe mir immer so übelst die Billo-Sonnenbrillen geholt. Ich habe jetzt auch manchmal Billo-Sonnenbrillen. Vor allem, wenn ich so verreise und verschiedene Optionen mitnehmen will und so, will ich jetzt nicht meine ganzen guten Sonnenbrillen mitnehmen. Dann habe ich vielleicht so eine dabei und dann sonst so für verschiedene Looks nochmal so ein bisschen günstigere. Aber ich finde, die leiern wirklich extremst schnell an diesen Häkchen hier aus.
Und ja, die guten halt nicht. Also die haben halt einfach bessere Qualität, die teureren. Deswegen würde ich schon euch empfehlen, in eine gute Sonnenbrille zu investieren, falls ihr die Möglichkeit dazu habt oder euch mal sowas zu wünschen und so. Weil ich finde, das ist schon ein anderer Vibe. Also man merkt einfach die Qualität. Die hier ist jetzt wirklich sehr teuer gewesen. Die ist von Bottega Veneta. Und es gibt bestimmt günstigere Dupes. Aber man merkt einfach wirklich die Qualität an dieser Sonnenbrille. Das ist überhaupt nicht labberig. Es fühlt sich alles total hochwertig an. Mein Vibe. Also ich kann euch die mal verlinken, aber ich verlinke euch auch vielleicht ein Dupe dazu. Weil ich finde, das ist ja so ein Oldschool-Look, der gerade total angesagt ist. And I'm obsessed with it. Machen wir mal weiter mit noch einem Accessoire. Und zwar ein Kartenhalter. Meiner ist jetzt hier von Saint Laurent. Aber es tut natürlich auch ein kleinerer Kartenhalter. Ich finde nur, dass im Sommer Kartenhalter irgendwie super, super wichtig sind, weil die Taschen irgendwie auch manchmal kleiner sind. Das sei denn natürlich, ihr geht zum Strand, dann habt ihr eine große Tasche dabei. Aber in so kleinen Taschen, die man so zum Kleidchen anzieht und so, passt manchmal das Portemonnaie nicht rein. Oder es passt eben dann nur das Portemonnaie rein, gefühlt, weil alles so groß ist. Deswegen finde ich, ist ein Kartenhalter eine gute Sache für den Sommer. Wenn wir jetzt schon bei Taschen sind, braucht ihr auch eine Beachbag. Und ich habe mir die hier geholt. Und ich habe sogar noch bei einer anderen Bikini-Stellung noch Bestellung noch eine bunte dazu bekommen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich in den Urlaub nehmen soll. Aber die habe ich mir gekauft. Ich mag irgendwie Zitronen so als Muster. Ich finde, Zitronen sind so eine hübsche, ästhetische Frucht. Und auch diese Blau-Gelb-Kombination fand ich total schön sommerlich. Und die ist halt wirklich riesengroß. Ich habe mir die halt als Strandtasche geholt von ASOS. Und ich hoffe, es gibt sie noch, weil dann kann ich sie euch sehr gerne verlinken. Die ist aus so einem Frotti-Material. Frotti ist auch ein Stoff, den mag ich im Sommer extrem gerne. So, dann wisst ihr ja alle mittlerweile hoffentlich, dass ich eine eigene Neonair-Kollektion gelauncht habe. Und ich finde, gerade im Sommer ist es für mich extremst wichtig, eine gute Fußpflege zu haben. Ich mache das alles selber und dafür ist Neonair einfach perfekt. Ich weiß nicht, ob ihr schon das Starter-Set habt. Ich kann es euch mal in die Infobox verlinken. Ich habe da ja gerade eine eigene Kollektion mit eigenen richtig coolen Farben. Ich habe natürlich super viele knallige Farben rausgebracht, aber auch Honest Me zum Beispiel. Das ist einfach so eine schöne Nude-Farbe, die ihr einfach... Das ist so ein Nude-Peachy-Rosaton, der eine extrem schöne Base macht. Ich habe es jetzt leider nicht auf den Händen. Ich will es mir nämlich für den Urlaub nochmal komplett fresh machen. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Honest Me drauf mache oder hier diese knallige Farbe. Die knallige Farbe ist nicht aus meiner Kollektion. Aber Hailey Bieber hatte so eine Farbe mal drauf. Und dann, also ich bin gerade noch nicht so mega braun gebrannt, aber ich stelle es mir irgendwie braun gebrannt extrem cool vor. Die heißt Rise and Shine. Ja, also ich werde auf jeden Fall eine von diesen Farben drauf machen. Entweder so ganz, ganz natural. Vielleicht dann noch mit so einem... Effekt hier. Neonair hat so richtig schöne Glitzereffekte und so, die ihr einfach dann so noch drauf machen könnt und dann macht ihr Topcoat drauf. Und dafür braucht ihr, das werde ich auch immer gefragt, natürlich eine UV-Lampe. Also mein Starter-Set kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Da spart ihr dann auch noch Geld, wenn ihr alles, da habt ihr alles dabei, was ihr braucht und spart auch noch Geld, als würdet ihr euch das einzeln kaufen. Neonair kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, denn der Lack hält bis zu 21 Tage. Es ist einfach wirklich perfekt. Auf den Füßen hält der bei mir manchmal keine Ahnung wie lange. Das ist einfach perfekt, wenn ihr euch einfach keinen Film im Sommerurlaub, generell im Sommer, ihr geht öfter an den Strand, zeigt eure Füße und so. Ihr müsst euch einfach keinen Film darum machen, dass irgendwie abgeranzt aussieht, weil die Nägel sehen einfach immer gepflegt aus mit Neonair. Dann natürlich Skincare, die eure Haut einfach hydratet. Da habe ich euch auch im letzten Vlog, glaube ich, Nalash gezeigt. Ich will jetzt hier gar nicht lange rumreden. Guckt euch das Video an. Das ist absolut super geile Feuchtigkeitscreme, Feuchtigkeitspflege. Dann eine neue SPF-getönte Tagescreme, die ich extrem mag, und zwar von Origins. Ich bin sehr, sehr blass und trotzdem passt sie sich meinem Hautton an, aber die passt sich auch dunkleren Hauttypen an und deswegen... Ich finde die so, so, so mega gut. Die ist wirklich schon relativ stark tintet. Also auch für Leute, die wirklich viele Unreinheiten haben oder so, würde ich sagen, ist die eine natürliche Option, die zu verdecken und trotzdem auch was zu tun und nicht einfach nur die Unreinheiten einzufärben. Sowas gibt es ja auch. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Tagescreme und die hat auch 40 SPF. Dann eine Frage, die ich zuhauf bekomme, wirklich zuhauf, fast die meistgestellte Frage in letzter Zeit. Und zwar, was ich auf meinen Lippen trage. Ich glaube, es ist mittlerweile schon ab, weil ich vorhin gegessen habe, bevor ich das Video gedreht habe. Cool. Was trägst du auf deinen Lippen? Und es ist ein bisschen dreckig, weil ich es im Flieger mit hatte und irgendwie ist mir da was ausgelaufen im Flugzeug. Es ist total komisch. Ich wollte so Liquid Eyeliner drauf machen und der ist so ausgelaufen. Also ich habe mich im Flugzeug geschminkt, weil ich Zeitdruck hatte. Und es ist ausgelaufen im Flugzeug. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber auf jeden Fall. Das ist das beste farbige Lip Oil. Das ist von Clarins. Und in der Farbe, also Lip Comfort Oil, in der Farbe Papaya. Leute, das färbt die Lippen so ganz leicht ein. Und das ist einfach so wunderschön. Das schmeckt gut. Es gibt kein komisches Gefühl auf den Lippen. Dann natürlich ein gutes Deo. Mein All-Time Favorite ist hier der Rexona Maximum Protection Confidence. Wow, wie mein Confidence Dress. Confidence Stick. Dann, um diesen beachy Look von meinen Haaren zu kreieren, habe ich seit neuestem... Wow, jetzt ist meine
extrem runtergefallen. Ein Welleneisen. Ihr wisst ja, dass ich mir eigentlich so eine Wellen immer mit Glätteisen gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, durch das Welleneisen, erstens könnt ihr mehr Haare auf einmal erwischen, das heißt, es geht schneller. Und irgendwie hält es länger. Also es ist auch erstens voluminöser und es hält irgendwie länger, weil ich habe diese Haare jetzt einfach schon seit 6 Tagen, Leute. Seit 6. Was ist das? Also natürlich sind die jetzt nicht mehr so perfekt, wie sie am Anfang waren. Aber sie sind noch da. Ich verstehe das nicht. Also ich wasche meine Haare ja noch einmal die Woche, deswegen auch seit 6 Tagen. Aber Leute, ich schwöre, ich habe nicht ein einziges Mal irgendwas nachgewellt. Es ist einfach immer noch so. Intim Wipes kann ich euch auch empfehlen. Da gibt es super viele verschiedene Firmen. Ich habe jetzt hier welche von Yun & Me. Das ist einfach mega gut, um sich so auf Reisen oder auch einfach zwischen dem Tag, wenn man schwitzt und so, kurz zu erfrischen. Sollte natürlich keine Dusche ersetzen, ne? Aber einfach so, um am Tag sich ein bisschen zu erfrischen, sich wohler zu fühlen. Das liebe ich, sowas. Ein eher so Pre-Summer-Must-Have von mir, wenn ich jetzt an glatte Beine und so denke und Achseln, ist auf jeden Fall hier von Braun der Silk Expert Pro 5. Habe ich auch schon mega oft erzählt. Und einfach seitdem ich den angewendet habe, habe ich viel weniger Haarwuchs. Und ich bin super, super dankbar, dass ich das schon ein bisschen vor dem Sommer gemacht habe, damit ich jetzt mehr meine Ruhe habe. Wisst ihr, jetzt, wo man so diese Y2K-Zeiten hat und so, darf auf keinen Fall eine Analogkamera fehlen. Wobei ich immer noch so ein bisschen austeste. Ich finde, es gibt mittlerweile auch extrem coole Apps auf dem Handy, die so einen Analogfilter machen. Ich weiß, ich habe meine eigenen Presets, das wäre jetzt viel schlauer, die selber zu bewerben, aber ich möchte euch Dascam empfehlen. Es ist wirklich keine bezahlte Werbung hier oder so, aber Dascam hat so coole Filter, da könnt ihr extrem gute Vintage in als Video und als Foto einstellen. Ich habe jetzt die bezahlte Version und in der bezahlten Version habt ihr noch viel coolere Filter, also es lohnt sich wirklich, finde ich, dafür Geld auszugeben. Aber es gibt auch in der unbezahlten Version, glaube ich, einen Filter, der so einen richtig geilen analogen Effekt macht. Ja, von No Cosmetics, diese neuen Body Lotions, die haben. Die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Die sind so Anti-Rötung und so. Und ich habe sogar das Gefühl, dass es bei meiner Sonnenallergie geholfen hat. Ich glaube, ich mache euch nochmal ein extra Video über meine Summer Must-Have Düfte. Ich suche mir jetzt eins aus von den ganzen Sommerdüften, die ich euch zeigen wollte. Und ich glaube, ich entscheide mich für Jo Malone jetzt. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich finde, dass das ein extrem guter Sommerduft ist. Ich finde, erstens sieht es total sommerlich aus, irgendwie wie so ein Strand. Es sieht aus wie so ein Strandhaus. Das steht im Strandhaus als Dekoration, auch mit diesem runden Bobbel. Der heißt Sea Daffodil. So lecker generell diese. Ich habe davon auch noch einen anderen. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Den hatte ich beim Junggesellenabschied dabei. Bitter Mandarin. Und Leute, die riechen so gut. Oh, es riecht einfach wirklich schön nach Sommer. Dieser Bitter Mandarin riecht so ein bisschen nach so Mandarine. Das hier riecht einfach, ja, so ein bisschen so nach so einer Seebrise. Ihr seid am Meer und für mich ist es einfach ein Sommerduft. Die Sonne scheint, ihr seid am Meer. Es ist warm, ihr habt Schlappen an, vielleicht ein Jersey drüber, so geschmissen. Wow. Gefällt mir super, super gut. Also ich kann euch die Jo Malone Colognes, die so aussehen, extremst ans Herz legen. Zwei letzte Dinge. Und zwar einmal, vielleicht jetzt gerade random, aber im Sommer mag ich es total oft, mich halt nur so leicht zu schminken und so, weil man eh schwitzt und sowas. Aber ich finde, Ohrringe machen immer schon total viel aus. Also ich finde, fühle mich ungeschminkt viel, viel wohler, wenn ich Ohrringe drin habe. Deswegen, ich verlinke euch mal die hier, weil ich finde die total cool. Das sieht so aus, als würden 3 Kreolen in einem Ohrloch hängen. Die sind auch sogar vergoldet und haben aber trotzdem nur 12 Euro gekostet. Also die sind auch mega leicht. Ich hatte sowas mal in richtig schwer, deswegen habe ich die nie getragen. Und jetzt habe ich die in mega leicht und ich liebe die. Die sind so schön. Die sind einfach total schön. Ich habe solche mal bei Emma Luise gesehen, wollte seitdem immer solche haben und jetzt habe ich solche. Cool. Beim Schminken schwitzt man ja auch manchmal und da werde ich auch mega lange gefragt. Ich habe mir hier so ein Set geholt. Da fehlen jetzt schon ein paar, weil ich die immer benutze. So Schminkklammern. Wenn ihr eure Haare schon gestylt habt oder eben einfach die Haare nur wegklappen wollt, aber die sind eigentlich, wenn man die Haare schon gestylt hat und ich finde die einfach mega hübsch, weil die alle hier so schöne Formen haben und so, könnt ihr die Haare einfach so wegklippen und es sieht dann so mega, mega, mega süß aus und es macht einfach direkt mehr Spaß, morgens sich fertig zu machen, wenn man sowas reingeklippt hat und ich gehe dann so auch manchmal Gassi, damit man einfach noch irgendwie, ich weiß nicht, die gestylten Haare einfach aus dem Gesicht machen kann und durch diese Platten macht ihr dann auch keine Spangendellen in die Haare, wisst ihr? Yes! Und wie gesagt, erzählt und es war, glaube ich, auch gar nicht so teuer, verlinke ich euch auch in der Infobox. Das war's von mir mit meinen Summer Must-Haves. Falls ihr die Loops Crew auch ein bisschen mit euren Must-Have-Ideen spoilern wollt, dann geht jetzt in die Kommentare, schreibt eure Must-Haves hin. Könnt ihr mit irgendwas von mir relaten? Habe ich euch mit irgendwas überzeugt, was ich gesagt habe? Dann schreibt es mir sehr, sehr gerne. Mir fällt noch ein Haarprodukt gerade ein, was mir eigentlich schon auch ein Must-Have ist. Ich hau das noch ganz kurz raus und zwar Kérastase Haaröl. Super gutes Haaröl. Ich habe mir das jetzt gerade erst neu gekauft und weil Haare im Sommer ja auch total oft trocken werden. So, und jetzt wollt unsere Loops Crew Community in den Kommentaren mit euren Dings und dann haben wir vielleicht später so eine richtig, richtig fette Liste mit meiner Infobox zusammen, wo ich euch jetzt gleich alles verlinken werde. Wird das bestimmt ein riesen, riesen Ding. Danke fürs Zusehen und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann!